Hallo, hallo, hallo. Hallo? Mensch. Ja. Du Held, ey. Ich kann dir, glaube ich, auch eine Nein, ich habe dich eingeladen. Awesome. Ja, das ist toll. Ich werde hier gerade mit Nachrichten überschüttet von Leuten. Ich nicht. Mich mag keiner mehr. Ja, scheinbar schon. So, und jetzt stelle ich mich mal auf Offline hier. Offline. Hier. Wo geht das? Alle Freunde. Ey, offline. Ich hab gesagt, offline. So, und so wie es aussieht, spiele ich wieder Atlas, denn ich warte noch auf meinen Partner und mir wird der Atlas gezeigt. Ja, du darfst ruhig Atlas spielen. Ich bin Atlas. Die ist sowieso viel cooler. Ah, diesmal hat das Intro auch eine akzeptable Lautstärke bei mir. Schön. So. Ja. Also nur damit ich das richtig verstehe, die beiden werden doch gerade da zusammengebaut oder sowas, ne? Richtig. Gut. Dann haben wir das auch mal geklärt. Und deiner ist voll schäbelig. Meiner sieht aus wie ein laufender Turret. Ja. Der ist viel cooler. Herrlich. Und außerdem ist meiner blau. Ja. So wie Wheatley. Stimmt, das ist richtig. Awesome. Na komm. Was ist voll der Angsthase? Entschuldigung. Mir muss ich die Schleuse halt ein bisschen weiter öffnen. Erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Oh. Nur zur Information, bei meinem Video läuft die englische Synchronisation mit deutschen Untertiteln. Bei meinem einfach die deutsche, weil ich es nicht einsehe. Oh, was machst du da? Kuh? Winken. Hallo? Ein was? Du wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Okay. Was? Go. Das da. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Ja. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement. Mein Lieblingselement des Periodensystems. Was nehmen wir denn da? Ich war für AG. Das war Gold, ne? Ja. Wirklich? Okay. Yeah. Beachte die interessante Wahl deines Partners. Schön. Oh. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Cool. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pinkt jeweils die Stelle an. So. Yay! Nein, ich bin daneben gesprungen. Zuerst ein Portalgerät. Flo hat nun ein Portalgerät. Endlich. Ja, endlich. Wurde aber auch mal Zeit hier. Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Du kannst auch... Ach, jeder kann zwei trotzdem machen? Ja, insgesamt vier Portale. Oh. Und jetzt gehe ich hier rein. Oh, hallo! Hallo! Die sind cool. So, ich drücke mal auf den Schalter. Kalibrierung, Gewicht. Yay! So. Kalibrierung, Gewicht, Orange. Yay! Keine Abweichung erkannt. Schön. Eins, zwei. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Yay! Moment. Ich muss das wegmachen, oder? Ja. Kann ich nicht. Wie macht man Portale weg? Da. Geh durch. Danke! So. Was passiert jetzt? Ich drück da mal drauf. Ich hab auch drauf gedrückt. Ich hab einen Würfel bekommen. Ich auch.
Den lege ich da jetzt mal rein. Hey. Gewichtete Würfel kalibriert. Gut. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Oh. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter. Übrigens, was ich jetzt gerade auf meiner Seite sehe, komm mal hier hin. Moment, Moment, Moment. Ja. Was ist das da oben? Glas. Warum ist das da? So halt. Wahrscheinlich, weil die Level-Designer Lust drauf hatten, da Glas hinzusetzen. Okay. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Quatsch! Irgendwo bei dir ist ein Würfel. Hier. Oh oh. Du musst den auffangen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Hey, Lord. So. Okay. Jetzt machst du mir damit die Tür hier auf. Nee, ich geb ihn dir durch, weil ich komm da hinten nicht weiter. Ach so. Und jetzt geb ich ihn dir hier durch, oder wie? Genau. Nimm ihn an! Nimm ihn! Au! So, jetzt kann ich weiter. Yay! Okay, was passiert denn jetzt, wenn du da drauf gehst? Ich kann hier durch. Schön. Und jetzt? Ach nee, damit verschwinden diese Auflösungsfelder. Ich habe eine Idee. Geh nochmal da drauf. Pass auf. Ich setze dir jetzt da eins hin. Und ich setze da oben eins hin. Jetzt geh mal durch. Way! Siehst du, weil du durchgegangen bist, verschwinden nur deine Portale. Oh, Konfetti! Yay! Als erster Roboter die Kalibrierung geschafft. Hallo! Ja, ich sehe Schluss jetzt. Yeah! Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit dem Test. High Five! Schön. Ich will den Fahrstuhl. Dopdidu! Schade. Was ist das jetzt? Keine Ahnung. What the fuck? So, wir werden auseinandergenommen. Ihr Forschungspartner. Toller Ladebildschirm. Der auch gar nicht hängt gerade. So, jetzt. Dubs, 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 dubs. Warte auf Ihren Partner. Ihr Partner ist schrecklich langsam. Bla, 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 bla. Dies ist das Forschungszentrum für menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Aber nennen wir es doch einfach den Hub. Alle Team-Teststrecken beginnen im zentralen Hub. Von hier geht es dann zur neuen Teststrecke. Okay. Oh, guck mal, was da oben gezählt wird. Ja, Schrittzähler, ich hab's gerade schon gesehen. Schön. Hüpf. So, Demontagekammern. Das klingt nett. Ich will das orange. Nein! Manno. Irgendwie war der Raum total überflüssig. Ja, der war jetzt sehr überflüssig. Aber jetzt wissen wir, dass wir schon knapp 400 Schritte gemacht haben. Ja. Das ist wichtig. Irgendwo ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Yay! So, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Schau mal, es gibt hier nur 6. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Ja, wahrscheinlich 6 pro, oder? Wir hatten ja am Anfang noch verschiedene Areale, sag ich mal. Ich weiß es nicht. Ich geh mal hier drauf. Jetzt kann ich mir deine Perspektive angucken. Guck mal, ja, bitte. Schau mal, ob du durchgehen kannst. Jetzt ja. Kann ich hier durch und kann. Ich habe eine Idee. Zack. Mach das nochmal auf. Danke. Ja. Zack. Jetzt mache ich dir das auf. Geh mal weiter. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Moment, das war falsch. Du machst da jetzt ein Portal hin. Warte mal. Was hast denn du vor? Mach da jetzt ein Portal hin und jetzt geht's zurück. So. Jetzt kommst du durch meine Portale. Und machst hier ein Portal hin.
da. Oder da. Das so. Klingt gut. Jetzt kommen wir durch. Bam, bam, bam. Yay! Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte. Terry. Ja! Hey! Was ist? Ah, jetzt. Warum bauen die uns immer auseinander? Billiger? Das ist voll gemein. So. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Moment! Ich dachte, das macht wieder keinen Sinn. Für Gewinner jedenfalls. Was? Das sind mehr als 6 Striche. Na und? Das Spiel macht keinen Sinn. So, was haben wir denn hier? Ich drücke jetzt mal drauf. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Ey! Yay! Warte, jetzt möchte ich mal deine Perspektive sehen. Du hast da die eine weiße Wand, ne? Warte mal. Warte. So. Jetzt kann ich rein. Sehr gut. Yay! Wow! So. So, das hier sieht ein bisschen größer aus. Was heißt denn das da oben zum Beispiel? Mond, Dreieck. Kein Plan. Kann man da drauf? Was ist denn das? Kann da hinten ist ein Knopf, warte mal. Oh, okay. Drück du den? Moment, nein, Schwachsinn. Ach, das ist getimed. Okay. Jeder an eine. Pass auf, du kannst genau. Müssen wir die vielleicht in der Reihenfolge drücken oder so? Ich glaube nicht in der Reihenfolge. Ich denke nur schnell genug. Okay. Setz dann. Mal, genau. Sag Bescheid. Yo. Go, go, go. Rein! Ah, was war das? Die Hosen macht. Sehr gut. Ihr habt dauerhaft als Team zusammen. Gibt es einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt? Was soll das denn heißen? Sehr schön.